vorweihnachtliche Beschaulichkeit beim Bundesligaspitzenspiel zwischen Memmingen und Landeck in der Memminger Eishalle von wegen. Das heftige Kaugummi-Kauen beider Trainer sowie deren Blicke ließ erahnen, dass es nicht die Zeit des Geschenkeverteilens war. Wobei Memmingen ein kleines Geschenk aus Berlin bekam, Franziska Busch bei ihrer Heimpremiere für ihr neues Team. Die Nationalspielerin kam vom OSC Berlin ins Allgäu. Im ersten Drittel beginnt Memmingen mit den ersten vielversprechenden Chancen. Weil Planek im Tor Nadja Gruber, die Gastgeberin in Weiß, Planek in Rot. Überzahlspiel nach wenigen Sekunden. Ein Schuss von Jacqueline Janssen und zusammen für ein volles Tor. Planek antwortet schnell. Die Chance durch Daniel Ward, doch sie trifft den Puck nicht. Planek baut den nächsten Angriff auf. Auch im ersten Drittel waren die Angriffe noch nicht erfolgversprechend. Julia Zorn und Andrea Reinzel scheitern hier eher mit einer Halbchance. Franziska Albi und Memminger Tor rechtzeitig unten und kann den Glück sichern. Auf der Gegenseite das Duell zwischen Bettina Evers und Franziska Busch, zwei Ex-Braunlager-Spielerinnen, und ja, Jacqueline Janssen zieht vor, das Planecker Tor wird jedoch abgedrängt. Gegenangriff Planek, Spielberger. Und doch wieder ungefährlich, und die Gastgeberin mit Janssen und Franziska Busch. Wieder Memmingen mit Martino, Restuccia und am Ende Susanne Fellner. Und doch, alle werden abgeblockt. Julia Seitz für Memmingen, doch sie kommt zu spät. Und auf der anderen Seite Monika Bittner mit einem Solo. Und doch auch sie findet in der gegnerischen Torfrau ihre Meisterin. Ein Vorschuss von Memmingens Restuccia. Doch Gruber rechtzeitig unten. Versucht der Neuaufbau von Planek. Doch wieder bleiben die Oberbayern in der Abwehr hängen, und Restuccia erfasst die Situation schnell, schickt Julia Salz, und die trifft in der 19. Minute zur zu diesem Zeitpunkt viel umjubelten Memminger 1:0 Führung. Das zweite Drittel beginnt mit einer Chance durch Planets Tina Evers. Doch sie scheitert, und auf der Gegenseite erhöhen dann die Memmingerinnen durch einen Aufbaufehler auf 2:0. Franziska Busch in ihrem ersten Heimspiel nutzt ein schlechtes Zuspiel im Planecker Aufbau und bringt die Memminger Mitspielerinnen erneut zum Jubeln. 23. Minute, 2:0 für Memmingen. Doch zwei Tore Vorsprünge wurden gegen Planek in letzter Zeit häufiger noch aus der Hand gegeben. Powerplay für Planek. Und in der 25. Minute schafft Planek tatsächlich durch Andrea Lanze über die Fanghand von Franziska Albel hinweg den 1:2 Anschlusstreffer. Befreiter Jubel bei Planek. Und der versucht gleich den Ausgleich zu erzielen. Dieser scheitert jedoch am Helm von Memmingens Torfrau Albel, die einen Schuss von Julia Zorn quasi mit dem Kopf abwehrt hier. Wie wenig beide Teams sich etwas schenken wollten, zeigt die folgende Situation. Ward beim Versuch, einen Nachschusstreffer zu erzielen, zu nahe der Memminger Torfrau, was sofort die Reaktion von vier Memminger Feldspielerinnen auslöst. Drei Planecker Spielerinnen kommen Ward zu Hilfe. Dass Ward eigentlich als Opfer selbst auf die Strafbank muss, war vielleicht nicht ganz die richtige Entscheidung. Aber die Strafzeit blieb ohne Folgen für Planek bzw. ohne Erfolgsergebnis für Memmingen. In der Strafe Planek mit der besseren Chance, als sich Franziska Albel im Memminger Tor etwas verschätzt, doch für Andrea Lanzl der Winkel für einen erfolgreichen Torabschluss hier zu spitz wurde.
Powerplay nun auf Planecker Seite. Höchste Gefahr für das Tor von Franziska Albel. Ward, Lanzl, Spielberger, Lanzl. Die Gefahr scheint erstmal ein wenig bereinigt. Doch Memmingen kann sich nicht befreien. Planek bleibt am Drücker. Die Szene wird dann beendet durch einen Gestängeschuss von Daniel Ward hier zu sehen. Weiter geht's auf Planeker Seite mit einem Versuch von Bernadette Karpf. Jedoch der Schuss ist unplatziert. Auf der Gegenseite könnte Franziska Busch ihr zweites Tor machen. Doch sie scheitert am linken Schulter von Gruber. Und auch Memmingens Luisa Brugger. Kann in dieser Szene trotz zweier Versuche keinen Treffer für ihr Team erzielen. Die Szene noch immer ungeschnitten. Und Katrin Lehmann aus kürzerer Entfernung schafft es auch nicht, einen Treffer zu erzielen. Andrea Lanzl in der nächsten Situation, wieder ein Powerplay. Zusammenspiel mit Julia Zorn. Der Puck bleibt im Drittel der Memmingerinnen. Und wieder ist er frei, doch weder Zorn noch Lanzl können daraus Kapital schlagen. Letztes Drittel und eine neue Strafe wegen zu vieler Spielerinnen auf dem Eis gegen Memmingen. Planek mit der nächsten Chance zum Ausgleich. Sophie Kratzer. Kratzer und Bernadette Karpf sind zwar gefährlich vor dem Memminger Tor, jedoch ebenfalls nicht erfolgreich. Dies ändert sich erst, als Julia Zorn hinten an der blauen Linie stehend den Puck nochmals bekommt. Katrin Lehmann arbeitet vor dem Tor, nimmt Memmingens Torhüterin die Sicht. Nun bekommt Zorn den Puck, nicht scharf, aber platziert, und das 2:2 für Planek. Der Ausgleich, und wieder hat Memmingen einen 2-Tore-Vorsprung gegen Planek verspielt. 80 Sekunden vor Schluss, dann die große Chance, auf beiden Seiten das Spiel doch noch in der regulären Spielzeit zu beenden. Für Planek durch Monika Bittner. Auf Memmingers Seite bekommt Julia Seitz die Chance. Gegenangriff und Bernadette Karpf könnte zur Matchwinnerin werden. Und dann haben Luisa Brugger einen allerdings eher schwachen Schuss und dann auch Jacqueline Janssen für Memmingen die Chance, zur Heldin des Tages zu werden. Hier die Chance von Janssen. Oh, sie scheitert aus kurzer Entfernung. In der letzten Spielminute Tina Evers. Sieht Spielberger, doch sie kann den Spuck nicht kontrollieren. Auch Sophie Kratzer und Daniel Ward sind in der regulären Spielzeit nicht erfolgreich. Somit musste das Penalty-Schießen darüber entscheiden, wer den Zusatzpunkt nach Hause nimmt. Planek beginnt, Daniel Ward und gnadenlos verwandelt. Memmingen sofort unter Druck. Jacqueline Janssen sollte den Ausgleich erzielen.
doch sie scheitert an der Fanghand von Nadja Gruber. Marita Becker für Planek. Der zweite Penalty, das zweite Tor. Druck nun auf Daria Gleisner. Sie muss verwandeln, ansonsten ist das Spiel für Memmingen verloren. Und Gleisner versagen die Nerven. Gut ausgetanzt, doch dann den Puck neben das Tor. Des einen Leid, des anderen Freud. Katrin Lehmann und Julia Zorn sind die ersten Gratulanten bei Nadja Gruber, bevor der Rest des Teams den nun komfortablen 7 Punkte Vorsprung vor Memmingen bejubelt. Spitzenspiel der Frauen-Eishockey-Bundesliga zwischen dem ECDC Memmingen und dem ESC Planegg Würmtal. Begrüße ich jetzt den Trainer der Memminger, die knapp im Penaltyschießen unterlegen sind. Frieder, deine Worte zum Spiel, so kurz nach dem Spiel, falls da schon Worte da sind. Sicher. Ich glaube, wir haben die Zuschauer haben heute ein riesen Eishockey-Spiel gesehen von den Damen. Wir haben den Planegger alles abverlangt. Es sind 1400 noch mal was Länderspiele gegen 400. Die Erfahrung hat halt den Ausschlag gegeben. Ich bin brutal stolz auf meine Mannschaft. Das ist überragend. Also ein super Eishockey-Spiel. 3 Drittel lang sehr hohes Tempo. Ja, mein Gott, hat der Glücklichere oder Bessere auch hat gewonnen, der Erfahrenere. So ist meine Meinung. Jetzt ist ja in Bezug auf den Punkteabstand ist nur noch möglich, Meister zu werden, wenn Planegg irgendwo fällt. Wie groß ist der Glaube daran? Letztes Jahr haben sie auch 3-mal unterwegs verloren. Ja, der Glaube, ich glaube, dieses Jahr sind sie einfach noch stabiler. Sie haben sehr, sehr routinierte Spielerinnen noch dazu gerückt. Und ich glaube, wir sind zufrieden, wenn wir wollen unseren zweiten Platz festigen, dass wir das 2 Jahre hintereinander schaffen. Das ist unser Ziel. Und unser erstes Ziel war Pokal. Da sind wir eigentlich so, ja, okay, wenn jetzt noch der Einbruch kommt oder so, dann müssen wir da auch noch schauen. Aber das ist unser erstes Ziel, dass wir in den Pokal kommen, die ersten 3. Und dann sage ich, für uns ist der Platz 2 machbar. Und das ist für uns überragend. Das ist so. Dann viel Erfolg, viel Glück dahin und vielen Dank für das kurze Interview. Du musst weg, ich weiß, aber Dankeschön. Nach dem Spitzenspiel der Frauen-Eishockey-Bundesliga Memmingen gegen Planegg stehen wir jetzt mit dem Coach vom ESC Planegg Würmtal, dem Michael Lehmann, hier. Michael, deine Worte zum Spiel. Ich denke, das Ergebnis geht so in Ordnung. Wir haben das erste Drittel sehr, sehr schwach gespielt. Memmingen war verdient in Führung. Ab dem zweiten Drittel kam man dann besser ins Spiel, haben wir ein Spiel gefunden, haben wir ein Spiel auch gemacht. Denke ich, ab dem Zeitpunkt waren wir überlegen. Haben dann noch einen unnötigen Fehler zum 2-0 gemacht. Und wenn man natürlich in Memmingen 0-2 hinten ist, dann wird es immer schwierig. Gott sei Dank können wir uns momentan auf unser Überzahlspiel sehr gut verlassen, machen da beide Tore in Überzahl. Bei 5-5 haben wir uns das ganze Spiel schwer getan, dann aus den gut erspielten Möglichkeiten dann auch ein Tor zu machen. Die letzten 2-3 Minuten war es dann ein bisschen ein offener Schlagabtausch. Gut, Penaltyschießen, denke ich, haben wir souverän gewonnen. Ist natürlich immer ein bisschen Glückssache auch dabei. War wichtig, dass wir gleich den ersten getroffen haben. Dann war der Druck auch auf Memminger Seite. Und ich denke, heute müssen wir mit den 2 Punkten zufrieden sein. Und wie schon gesagt, das Ergebnis geht mit Sicherheit so vom Spielverlauf auch in Ordnung. Jetzt habt ihr 7 Punkte Vorsprung, noch 2 Duelle gegen Memmingen. Das heißt, wenn ihr im Gegensatz zum letzten Jahr nicht unterwegs Punkte lasst, kann euch Memmingen nicht mehr einholen. Du weißt, was als nächste Frage kommt? Ja, das ist ein schönes Rechenbeispiel. Ich kann da auch ein anderes Rechenbeispiel sagen. Memmingen hat zum letztjährigen Zeitpunkt 8 Punkte Vorsprung gehabt, nicht 7 wie mir jetzt. Und sie sind nicht Meister geworden. Also von dem her halte ich mich an solche Spielereien gar nicht. Wir müssen unsere Spiele machen, unsere Spiele gewinnen. Es sind mit Sicherheit auch andere Gegner noch da, wo man ganz leicht Punkte lassen kann. Berlin auf alle Fälle, auch Bergkamen darf man nicht unterschätzen, wo man ganz schnell Punkte weg sind. Und von dem her gehen wir einfach von Spiel zu Spiel, versuchen immer 3 Punkte mitzunehmen. Und solange wir kein Spiel verlieren und immer als Sieger vom Eis gehen, umso länger dann die Serie anhält, umso besser ist es, umso eher können wir dann wirklich mal auf die Meisterschaft schauen. Aber momentan ist es viel zu früh für solche Spielchen. Eine andere Sache, die auffällt, ist es eigentlich mittlerweile Absicht, dass ihr Memmingen 2-0 in Führung gehen lasst? Ne, Absicht ist es nie und wir tun uns ja auch nicht leicht, wenn wir hinten sind. Und wie schon gesagt, gegen Memmingen ist es immer schwer, Tore zu schießen. Und da wird natürlich der Druck schon sehr, sehr groß, wenn man dann gerade mit 2 Toren hinten ist. Wollten wir vermeiden, aber habe mit meiner Mannschaft da schon gesprochen. Das werden wir auch nochmal die nächsten Tage nochmal besprechen, warum wir im ersten Drittel nicht so bissig waren, so aggressiv waren wie später. Und vor allem war uns da Memmingen weit voraus und waren die bessere Mannschaft im ersten Drittel. Und dann darf man sich nicht beschweren, wenn man im Rückstand ist.
Dann vielen Dank und noch viel Erfolg für die weitere Saison, vor allen Dingen verletzungsfreie Saison. Das wünsche ich jedem Trainer jedes Mal, weil wir wissen, der Kader sind dünn gesät. Dankeschön. Danke.